woher auch immer Sie Ihre Energie nehmen. Hey, Spiegeli. Wow, das ist Service, ja? Wir sind Ihre Partnerin. BKW. Energie für morgen. Marc Odermatt, bei euch muss man leider fragen, wie geht es euch? Ihr habt ja einen gröberen Sturz gehabt und eine Hirnerschütterung und habt länger müssen pausieren. Darum eben die Frage kurz vor Adelboden, wie geht es euch? Mir geht es eigentlich sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Eben, der Sturz hat heftig ausgesehen. Ich hatte eigentlich auch relativ Glück gehabt, Knie und alles. Es ist alles ganz blöd. Ich habe eine leichte Hirnerschütterung geholt. Aber es ist, ja, wenn man von gutem Timing reden kann, ist es ein gutes Timing gewesen, gerade so kurz vor Weihnachten. Es war noch ein paar Tage sehr ruhig gewesen, und darum konnte ich mich gut erholen und bin jetzt bereit und fit für das Rennen morgen. Eben, apropos Timing, kurz vor dem Heimrennen seid ihr wieder da, seid ihr wieder zu Weg. Und Adelboden, das habt ihr gerne gesagt, das ist so ein Bubentraum von euch, hier mal können, das Kunisbergli runterzufahren. Jetzt ist es soweit. Wie geht es euch nervlich? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass morgen der Puls am Start ein bisschen höher ist als an den anderen Weltcuprennen bis jetzt. Weil eben, wie gesagt, es geht der Traum in Erfüllung und es kommen so viele Schweizer Fans und Leute, die man kennt. Und darum freue ich mich aber riesig auf das Rennen. Jetzt sowieso mit dem Schnee, den es gegeben hat, den super Winterbedingungen hier in Adelboden, das kann nur gut kommen. Jetzt der Carlo Janka hat müssen vorgeben, weil er ein bisschen Trainings- und Ruhepausen einlegen muss. Jetzt verteilt sich die Last ein bisschen auf mehr Schultern, weil vom Carlo Janka hat man ein bisschen etwas erwartet. Merkt ihr teamintern etwas, dass jetzt so ein bisschen der Teamleader fehlt und dass ihr so ein bisschen nachrutscht in eine Rolle, wo man mehr von euch erwartet? Nein, ich denke es nicht. Da kommen zuerst nur mit einem Schüster und einem Gino andere, die diesen Druck vielleicht ein bisschen mehr spüren. Aber ich denke, da geben wir alle Vollgas und probieren möglichst den Platz in den vorderen Rängen so können, gleich noch in unserer Reihe zu behalten. Und für euch persönlich, wie steckt ihr eure Ziele ab? Ist das Erreichen des zweiten Laufes und dann so weit führen wie möglich, so wie es bei jedem Rennen so der Fall ist? Genau, ja, richtig. Eben, man muss immer zuerst in den zweiten Lauf sich qualifizieren und das ist das grosse Ziel, da möglichst das zweite Mal dürfen runterfahren und nachher, ja, wie gesagt, Vollgas und möglichst weit Vierfahren probieren. Habt ihr das Kunisbergli jetzt schon ein bisschen in Augenschein nehmen oder wird es morgen so ein Jungfernflug geben für euch? Ja, das wird morgen wirklich so das erste Mal sein. Ich habe noch gar nie trainiert, vorgefahren oder so. Ich bin noch nie auf dem Hang gewesen. Aber ich denke, gut besichtigen und dann bin ich bereit, für da Vollgas zu geben. Prima, dann freuen wir uns, euch zuzuschauen und drücken alle Daumen, dass das reicht für den zweiten Lauf. Merci vielmals. Danke vielmals. Merci.